Alfred Baumann denkt an die Zukunft und präsentiert daher seinen freizügigen Kalender für das Jahr 2012 in Wien. Was die Faszination an seinen Bildern ausmacht? Das ist ein von den besten Fotografen, den ich je gesehen habe. Und er ist das Besondere, ich finde das toll. Manfred Baumann hat schon ein einzigartiges Auge und ich kenne das jetzt ganz persönlich, da er mein neues Cover auch gemacht hat. Und ja, man sieht einfach, die Fotos sprechen für sich. Wir haben viele Fotos zusammen gemacht. War immer sehr begeistert, weil ganz einfach das sehr natürlich war, sehr schnell gegangen ist. Ich habe von mir schon oft, war bei Fotosession, war stundenlang. Dann kam ein Gesicht heraus, mit dem ich überhaupt nicht glücklich war, schon ganz verkrampft. Und er macht das aber so, dass man zufrieden ist. So begeistert? Was sagt der Partner dazu, wenn man sich das erotische Stück gut sichtbar an die Wand hängt? Also ein lauter nackerte Frauen. Ich glaube, wenn sie bereits auf die Nackerten am Kalender eifersüchtig wäre, hätten wir eine sehr turbulente Ehe. I believe in miracles. In Baumanns Wandbehang findet man viele junge, schöne Frauen. Eine solche hat auch Schauspieler und Sänger Roberto Blanco an seiner Seite. Und vielleicht nach dem Beispiel Maximilian Schell, der sich jetzt öffentlich wünscht, noch Nachwuchs in Planung? Ich habe schon 3 Kinder und sie ist mein Kind und ich bin ihr Kind. Also ist, wieso? Weil Maximilian Schell möchte, müssen wir auch müssen. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, oder? Also Manfred hat auch eine kleine Schwester mit 8 Jahren und da war der Papa auch noch mal fleißig, etwas später. Und wir sind so glücklich, dass sie da ist und so zufrieden. Also ich kann es mir anders nicht vorstellen, nicht wünschen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen. Ja, sie war eh schon öfters bei Events mit dabei. Mein Vater hat ebenfalls etwas spät gezündet noch einmal. Auch Ambros, Lauda und Co. sehen dem Vaterglück keine Altersgrenze gesetzt. Gut so? Das ist dann irgendwo so, wo man sagt, man erzieht die Kinder nicht mehr, wie Eltern ihre Kinder erziehen, sondern schon ein bisschen im Großelternstil. Und das ist keine Erziehung. Und vielleicht wäre es ganz nett, wenn man sich auch darüber Gedanken machen kann, dass wenn das Kind zur Schule geht, man noch lebt. Also ich glaube, das ist eher ein Grund, was man dem Kind ja antut, wenn das eigentlich ohne Vater aufwächst. Also ich glaube, da sollte man eher nicht an sich denken, sondern eher an das Kind. Was tatsächlich das Beste für das Kind ist, die Zeit wird es zeigen.